when everyone folds your fort still holds. Your place in your bed, showing no regret. Close your eyes to hide your lies, roll the dice. You got me tiptoeing around you like you made of glass. Got an invincible fence, letting everyone know. Hallo, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute zu einem neuen Bastelvideo. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich drehe mal die Kamera. Die Rita sitzt drinnen an der Stickmaschine und stickt immer noch kräftig Schlüsselanhänger. Und ich bin bei diesem schönen Wetter, die Sonne scheint, blauer Himmel. Ich halte es drin nicht aus, ich muss raus, ich muss zum Basteln. Deswegen Arbeitsklamotten. Ja, heute seht ihr das erste Video, wo es rein um unser City-Taxi geht. Wie schon im letzten Video erklärt, wenn das Logo vom City-Taxi vorne im Thumbnail erscheint, können die Leute, die sich nur für Wohnmobile und Stellplätze interessieren, sich überlegen, ob sie das Video schauen oder nicht. Wenn unser Campino-Logo auch zu sehen ist, hat es mit beiden zu tun. Oder eben nur Campino-Logo mit dem Wohnmobil, Stellplätzen, Campingplätzen, Reiseberichten, wie bisher. Ich möchte keinen zweiten Kanal eröffnen, wenn ich über das City-Taxi berichte. In der Zwischenzeit habe ich auch mitbekommen, wie viele doch auch ein Quad oder ein ATV hinter dem Wohnmobil herziehen. Und ich denke mal, für den einen oder anderen sind diese Videos dann auch interessant. Außerdem wird sich das sowieso vermischen. Wir werden viele Videos, die wir direkt in der Fahrt vom City-Taxi aus drehen, mit in unsere Videos schneiden, und wir werden auch viele Kurzberichte bringen über die Fahrten, die wir damit machen, über die Erlebnisse, die wir damit haben werden. So, heute geht es erstmal um etwas ganz anderes. Ich möchte das City-Taxi erweitern, und zwar mit einer Dashcam. Es ist eine Dashcam für Motorräder. Das heißt also, der Monitor ist wasserdicht. Die Kameras sowieso, aber die sind auch beim Auto. Nee, nicht unbedingt. Eine Dashcam baut man ja meistens ins Auto. Also es handelt sich hier um zwei wasserdichte Kameras, die man außen anbringen kann, wie am Fahrzeug, am Kennzeichen oder so. Hier beim Motorrad eben das Besondere, zwei Dashcams. Eine Kamera nach vorne, eine nach hinten. Hat noch einen zweiten Vorteil, und zwar sind die Spiegel trotz einer Spiegelverlängerung, die ich schon eingebaut habe, doch recht kurz. Ich sehe immer noch zu einem Drittel mehr den Koffer und weniger die Straße. Mit den beiden Kameras, die ich jetzt installieren werde, habe ich einen Monitor vor mir und kann natürlich wie eine Rückfahrkamera nach hinten sehen, was hinter mir an Bewegung stattfindet. Wenn ich rückwärts fahre, wie weit es bis zu irgendeinem Hindernis ist. Das ist also gleichzeitig eine Rückfahrkamera und eine Dashcam nach vorne und nach hinten. Ja, um welche Dashcam handelt es sich? Ich habe da mal so ein Nonplusultra-Ding genommen. Zwei, drei Videos bei YouTube, die sich damit beschäftigt haben, sind auf Chinesisch und ich glaube Italienisch und Englisch. Die Bilder waren ganz gut. Ich habe die einfach mal genommen und werde die jetzt installieren und euch die Bilder von dieser Dashcam zeigen. Ja, dann kommen wir erstmal zum Auspacken der Dashcam. Ja, wie ihr sehen könnt, ja, auf dem Karton steht noch nicht mal ein Hersteller. Steht halt nur Motorcycle Video Camcorder. Dual High Definition, also 2. Hier ist auch ein Schalter aufgedruckt. Und zwar kann man damit die Aufnahmen starten. Oder auch sperren. Das heißt, wenn man irgendwas Wichtiges aufgenommen hat, einen Unfall, eine Beschädigung oder so, dann kann man diesen Teil auf der SD-Karte sofort sichern. Gut, packen wir mal aus. Kurz dazu gesagt, ich werde auch unter diesem Video natürlich sozusagen die Werbung, die Dauerwerbung einblenden müssen. Dazu sind wir verpflichtet. Die Kamera haben wir ganz normal im Internet gekauft. Wie gesagt, ist auch nichts Besonderes, aber laut den Testberichten, was ich da so gesehen habe, funktioniert die ganz gut. Okay, hier ist ein kleines Heftchen bei in
Englisch und Chinesisch. Und da kommt der Monitor zum Vorschein. Jawohl. Zum Monitor hier unten. Ah ja, da ist die Halterung. Und hier an der Seite sind Bedienknöpfe. Ja, schön klein, nicht zu schwer. Dann haben wir hier einmal den Schalter. Aufnahme starten, Aufnahme speichern. Ein Klettband, um das Ganze am Lenker festzumachen. Ja, so wie es aussieht, scheint schon mal hier Stecker rot. Sieht man hier ganz gut. Stecker rot. Stecker rot. Also da dürfte auch nicht viel schief gehen. Dann haben wir, jawohl, die Anschlussbox plus minus, die Spannung von 12 Volt. Dann haben wir die Kamera Nummer 1. Und die Kamera Nummer 2, das sind beides die gleichen Kameras. Da dürfte es egal sein, was vorne und was hinten hinkommt. Ja, so wie es aussieht, ist hier etwas mehr Kabel dran, also wird die wahrscheinlich nach hinten gehen. Und, ah ja, da haben wir hier noch die Halterung für den Monitor. Zum Ankleben und Schrauben, das sehe ich gleich. Das sind die Einzelteile, die dabei sind. Dann werden wir jetzt mal dazu kommen und die Teile verbauen. Ich bin selbst gespannt, wie so eine Dashcam, die Aufnahmen dafür können wir natürlich auch sehr gut für unseren Videokanal nutzen, aber wie die so insgesamt funktioniert, ob die als Rückfahrkamera auch geeignet ist, bin ich selbst gespannt. Okay, dann fangen wir mal an zu basteln. So, haben wir den Sicherungskasten ausgebaut. Und nach langem Suchen, nach mehreren Versuchen, habe ich mich entschieden, den Monitor dorthin zu bauen. Warum? Ja, die Kabel hier sind nicht sehr lang und die möchte ich natürlich nicht irgendwo rumfliegen haben. Also kann ich die gleich hier schön verschwinden lassen und unter der Verkleidung zu den beiden Kameras und zur Batterie bzw. dem kleinen Steuergerät führen. Da stört sie auch nicht beim Lenken. Da ist der Monitor auch windgeschützt angebracht, sollte also so funktionieren. Okay, dann geht's weiter. So, für den Schalter habe ich den Platz auch gefunden, wie man sieht. Alles andere, was ihr hier seht und vielleicht der ein oder andere noch nicht kennt. Wir werden also demnächst, so wie Rita wieder gesund ist, ein Video direkt über unser neues City-Taxi drehen. Mit allem drum und dran, sämtlichen Erklärungen. Jetzt wisst ihr zumindest schon mal, was es geworden ist. Aber genau erklären werden wir das Ding nochmal in einem extra Video. Ja, und dann habe ich hier gerade gelesen, die Auflösung der Kameras ist einstellbar 2048 mal 1536. Das ist natürlich schon echt gut. Die SD-Karte, die da reinkommt, soll Maximum 32 GB sein. Die Kameras haben 120 Grad Sicht. Achso, Auflösung ist auch noch 1600 mal 1200 und 1280 mal 960. Dann verbraucht das natürlich nicht so ganz so viel Platz, aber die Aufnahmen sind auch nicht ganz so gut, ne? Die vordere Kamera hat die bessere Auflösung mit 1280 x 720. Die nach hinten 640 x 480 reicht aber auch. Der Monitor ist in der Mitte teilbar und kann dann die Bilder beider Kameras zeigen. So, dann werde ich weiter basteln. Jetzt ist nur der Monitor und der Schalter eingebaut. Jetzt kommt es ab zu den Kameras und Spannung anlegen. Nur die schwarze Klemme natürlich hier an Minus, an Masse. Da hier die Batterie ist, kann ich direkt an Minus anschließen, hier direkt unter dem Pol hier. Hier ist nochmal die Extrasicherung für Kamera und Monitors, beziehungsweise auch das Steuergerät. So, und diesen Plus hier, der auch vom Steuergerät hier kommt, der kommt dann natürlich hier mit an die Sicherung, an Plus ran.
Jetzt werden noch die Kameras verlegt und dann werden die ersten Tests gestartet, wie die Bilder sind. So, nur der Plus ist noch nicht angeschlossen. Alles andere ist, das hier ist der Zug, das Zugseil sozusagen von der Öffnung der Sitzbank. Das ist von der Sitzheizung. Alles andere, was ich eben gerade verlegt habe, Kameras, ist alles so verlegt, als wenn es serienmäßig so verbaut ist. Hier mit so einem Zugdraht. Oben rein, unten raus. Und schon ist das alles leicht zu machen. Jetzt werde ich mit ein paar Kabelbinder die Kabel alle noch ordentlich festbinden. Alle so irgendwo festmachen, dass sie nicht rumschlackern, nicht dran gezogen werden können, man nicht dran hängen bleibt. Dann werde ich das Plus noch anschließen und dann werde ich das ganze Ding mal testen. So, die Kamera, die nach hinten zeigt, habe ich hier auf die Nebelschlussleuchte gesetzt. Ich will mal schauen, ob das da funktioniert. Nicht, dass diese Stangen schon im Wege sind. Bei 120 Grad könnte das nämlich sein. Aber mal sehen, wie das Bild nach hinten überhaupt aussieht. Und die Kamera, die nach vorne führt, habe ich hier eingebaut. Wie man sieht, schön versteckt. Auch da muss ich jetzt erstmal sehen, wie das Bild ist. Ja, kaum habe ich Plus angeschlossen, schon habe ich ein Bild. Zurzeit habe ich nach hinten ein besseres Bild als nach vorne. Aber da muss ich jetzt erstmal gucken, ich muss das erstmal ein bisschen alles einstellen. Der Monitor ist jetzt sozusagen das allererste Mal an. Das Bild hat er schon mal alleine gedreht, aber die zum Einstellen, die Sachen, muss ich wahrscheinlich drehen. Na, das gucke ich mir jetzt mal genau an. So, die Kamera habe ich jetzt hier installiert. Da sieht man sie. So, dann zeige ich euch mal das Bild. So sieht jetzt das Bild nach hinten aus. Auch wenn man hier oben sitzt. Jetzt scheint natürlich Sonne, die Sonne. Kann man sehr gut erkennen. Kann ich noch verstellen. Jetzt habe ich in der Dashcam nach vorne und hinten, die aufzeichnet, die Fotos macht. Hier rüber zum Beispiel Foto gemacht. Könnte ich das Foto noch sperren, dass es nicht überspielt wird. Mikrofon habe ich ausgeschaltet, sonst habe ich sowieso im Hintergrund immer nur Böhm, also nutzt ja nicht viel. Idealerweise habe ich, wie gesagt, zwei Kameras. Ja, den Bildschirm muss ich noch ein bisschen fester machen. Die Kamera nach vorne. Scheint jetzt auch volle Pulle die Sonne drauf. Die werde ich auch so lassen. So wie es aussieht, kann ich gerade links an der BMW vorbeigucken. Rechts sehe ich alles. Die sitzt dort ideal. Die Kamera nach hinten. Ich werde mich mal hinten bewegen. Außenkante. Außenkante vom City Taxi. So. Rübergehen. So. Das ist nicht so ganz, das sind so 20 cm nach innen, aber umso weiter ich nach hinten gehe, umso besser ist es ja. Also ich habe jetzt eine Rückfahrkamera und eine Dashcam nach vorne und hinten. Ja, war eigentlich alles leicht zu verlegen, das Bild ist gut, das reicht. Große Videos kann man daraus auch machen, mit Sicherheit. Das Bild lässt sich auch drehen, der Bildschirm muss also nicht andersrum angebaut werden. Auch eine feine Sache. Zeigt mir an, dass er aufnimmt. So, jetzt machen wir das nochmal. Mal erstmal suchen, wo immer die Taster sind. Vorne und hinten nimmt er auf. Beim normalen Fahren reicht normalerweise, wenn ich die Kamera immer nach hinten stelle. Vorne kann ich selbst sehen, was da los ist. Aber ich werde mir die Kamera auch noch ein bisschen weiter nach unten machen, damit ich direkt vors ATV schauen kann. Das werde ich jetzt mal versuchen. Jetzt ist die Kamera vernünftig eingestellt. Wie man rechte Seite sieht, sieht man unten meinen Ritas Korb stehen, den ich gerade mal als Werkzeugkorb genutzt habe. Ist aber eigentlich hier Einkaufskorb. So, den sieht man. Das ist also, ich zeige euch mal so dicht wie das Ding. So, da steht der Korb. Das sind so 15 cm, 15, 20 cm vor dem City-Taxi. Und jawohl, der Bildschirm geht aus, das muss ich noch einstellen, dass er nicht so schnell ausgeht. Bekommt ja Dauerspannung, braucht er nicht ausgehen.
Also sieht man den Korb. Ja, ich könnte den sogar noch dichter ranstellen, dann würde man den Griff immer noch sehen. Ideal. Hinten auch. Man sieht sogar noch die gesamte gepflasterte Fläche vom Carport und dann den Fußweg. Ja, prima. Astrein. Also, ich kann nur sagen, gefällt mir gut. Einbau gut. Jetzt werde ich mich draufsetzen und den Monitor noch genau so einstellen, dass ich den ideal sehen kann. Die Auflösung ist prima, reicht. Ihr werdet euch wundern, was das Ding gekostet hat. Ich nenne es mal, für ein Apfel und ein Ei hat man hier eine echt super Anlage. Dashcam nach vorne, Dashcam nach hinten und Rückfahrkamera. Weil, ich kann euch das auch noch mal kurz zeigen, wenn man hier drauf sitzt. Motorklappe zu. So, wenn man hier drauf sitzt, kann man also im Spiegel, sieht man ein Drittel den Koffer, fast die Hälfte den Koffer. Und ich habe schon hier Verlängerungen rangebaut. Spiegelverlängerungen. Und trotzdem sieht man fast nur Koffer. Ja, das ist nicht so schlimm, weil wenn ich jetzt unterwegs bin, kann ich einfach die Rückfahrkamera einschalten. Auch andere Seite. Man sieht mehr Koffer als alles andere. Aber hierüber kann ich natürlich jetzt so fahren oder die Rückfahrkamera einschalten und sehe auch genau, was hinter mir ist. Hupp, hab einen Balken am Kopf. Egal. Die Sonne von der Seite. Mal gucken, wenn ich jetzt die Kamera so halte, wird wahrscheinlich besser gehen. Okay, das war dann heute das erste Bastelvideo vom City Taxi. Wie gesagt, das geht schnell. City Taxi Video selbst drehen wir, wenn Rita wieder gesund ist. Das wird ein bisschen aufwendiger. Da wollen wir ein bisschen mehr erklären, wieso, weshalb, warum wir uns das gekauft haben, was wir uns genau gekauft haben, technische Daten und so weiter. Das kommt in einem der nächsten Videos. Das war jetzt erstmal das reine Bastelvideo der Dashcam. Vielleicht hat es ja dem einen oder anderen, der kein City-Taxi hat, der nicht so ein ATV hat, trotzdem gefallen. Würde uns freuen. Macht's gut, bis dahin. Bleibt gesund. Lasst euch ja nicht von Corona ärgern. Bis dann. Tschüss. Schöne Grüße von Rita. Macht es gut. Ciao. We're playing loud, surfing the crowd.